Mein Name ist Jada Trotter und ich bin Auszubildende in der Altenpflege. Ich bin die Laura, ich bin 19 Jahre alt und ich arbeite seit 4,5 Monaten für die GFA in der Seniorenresidenz Niederolm. Ich arbeite gerne mit Menschen, ich helfe unfassbar gerne, auch in der Freizeit. Also was für mich total positiv war, ist, dass es extrem unkompliziert war, hier anzufangen mit dem Arbeiten. Also privat bin ich auch immer sehr hilfsbereit, einfach von Natur aus her, und da ist halt der Beruf einfach am passendsten. So Bürojob ist einfach nicht für mich, das ist mir zu langweilig, da schlafe ich ein. Was mir halt einfach positiv einfach immer in Erinnerung bleiben wird, weil ich wirklich Sorgen hatte nach der Schule, okay, was mache ich? Alternativen, Ausbildungsanfang war quasi verpasst und ich wollte unbedingt anfangen zu arbeiten und die GFA hat es mir einfach leicht gemacht, hier einzusteigen. Spaß an der Arbeit, Teamarbeit und Unterstützung. Ja, es ist einfach schön hier, ich fühle mich richtig wohl. Ich habe mich für die Altenpflege entschieden, weil ich vor 3 Jahren schon mal ein Praktikum gemacht habe in einer Seniorenresidenz und ich einfach gemerkt habe, dass mir die Arbeit mit älteren Menschen wirklich viel Spaß macht. Es ist ein sehr schöner Umgang mit den Patienten. Und wir werden alle mal alt, wir werden Hilfe brauchen. Es ist ein gutes Team, es ist ein sehr gutes Arbeitsklima, alle mögen sich. Und ich möchte gerne einfach schon mal anfangen damit und mich da ein bisschen einschauen, wie das so ist und was eventuell auch mal auf mich zukommt, wenn meine Familie Hilfe braucht.